Hallöchen, willkommen zurück, liebe Freunde. So, jetzt müssen wir noch... Haben wir überhaupt noch Platz in den Kisten draußen? Und unser Schweinchen, das ist schon wieder nervös. Scheiß Regenwetter wahrscheinlich, das braucht Unterkunft. Wo haben wir jetzt hier noch Platz? Wir brauchen noch eine Kiste. Eine leere. Was hat denn unser Schweinchen wieder? Das erschrickt immer vom Feuer oder so, ha? Müssen wir es irgendwie... Momentchen, vielleicht macht man es anders. So, dann lassen wir es hier rein. Was weg ist vom Feuer vielleicht. Oder soll man die großen hernehmen? Nehmen wir die großen. Vier. Hier ist der Platz auch nicht gerade das Wahre, oder? Das hatten wir doch schon. Drei, jetzt probieren wir es. Hier. Jetzt ist wieder draußen. Komm schon, geh unter das Dach. Da regnet es nicht. Scheint fröhlich zu sein. Eieiei, der. So. Und wir brauchen immer Nahrungssäcken. Ne? Ich glaube, vielleicht braucht es eine Unterkunft. Also das tun wir mal hier rein. Schild. So. Ah, Momentchen, ich brauche noch
Nee, brauche ich nicht. So. Dann. Ach, ich wollte eigentlich noch was testen. Wir müssen ja das Opfer bringen. So, jetzt schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir das reintun. Ich weiß nicht, ob das ein stärkerer Boss ist oder nicht. Auf alle Fälle brauchen wir das Schild wieder. Wir brauchen dieses hier. Die zwei legen wir an. Und die vier und die fünf legen wir hier. Aber wir sind ja am falschen Tisch, oder? Nee. Das ist schon der Tisch. Das ist nur der Opfertisch für... Okay. Das ist nur der Opfertisch für den einen. Die anderen sind woanders. Gut. Wir brauchen vielleicht noch eine zweite Hocke, wenn wir herstellen würden. Zehn Stock. Hier sind die Stöcke, pass auf. 10 Stöcke und ein Hirschgeweih. So. Ich muss da immer wieder schauen. Ich weiß gar nicht, wo ich es hingelegt habe immer. Halt, das war's nicht. Dann nehmen wir die her. Fertige. Dann brauchen wir aber Holzpfeile auch wieder. Aber kann man nicht die. Dann brauchen wir die Flintstones. Die guten Pfeile. Feuerpfeile.
Stechen. Da wären die Feuer. Aber da wären die fast besser, oder? Die Feuerpfeile. Sollte man solche herstellen? Federharz. Federharz. Da haben wir Harz hier drin. Und die Feder. Neuer Gegenstand. Gut. Können wir die wieder reinlegen? Hier sind auch noch Harz. Hier ist auch noch Harz. Und Holz sowieso hier. Gut, dann haben wir. Passt. Dann schauen wir wieder rauf. Zu den Erzen. Habe ich schon gedacht, da raucht irgendwas. Weiß der Baum. Da ist die Winterlandschaft, oder? Nee. Das ist auch. Hier müssen wir hin. Was leuchten da so rot jetzt? Baumstamm, okay. Da ist der Dungeon. Nein, wir haben keine Fackel nicht gemacht. Okay. Dann bauen wir mal das Erz noch ein bisschen ab. Wo ist denn das gewesen? Der war hier, oder? Das Erz hier.
Die hätten wir auch zu Hause lassen können. Da ist ziemlich wenig Kupfer drin. Das muss man schon sagen. Da blinzelt immer das Kupfer raus, aber ist keins drin. Immer zwei Steine, aber Kupfer vorkommen. Jetzt haben wir wieder was gekriegt. Nee. Stein, Stein, Stein. Ich brauche mehr Kupfer, Leute. Ich muss immer ein bisschen rumschauen. Nicht, dass gleich wieder so ein Troll auftaucht. Irgendwas schäbert da schon wieder. Man hört doch da was. Es kommen nur Steine hier raus. In der Nacht sollte man normalerweise nicht im Wald sein. Noch dazu, wenn so ein Unwesen hier haust.
3 Kupfererz, sehr gut. Du trägst zu viel. Was haben wir denn zu viel dabei? Weil wir die scheiß Dinger auch dabei haben. Das Kupfer ist so schwer. So stehen wir richtig, oder? Genau. Dann gehen wir mal mit volle Taschen nach Hause. Die Pfeile holen wir anders mal. Und Fackeln müssen wir mitnehmen. Und hier ist das auch Kupfer vorkommen. Nee. Scheiß Wetter. Mensch, die Katze immer. Da habe ich immer dieses Oberteil an, weil da ist dann mal wurscht, wenn es reinkratzt. Ja, die anderen Hemden hat es mir schon zerkratzt, zum Teil. Lauter so. Ach, das ist so schlimm hier. Ein Schweinchen wird frieren. Also der, das hört sich ja brutal an, der Sturm. Wenn es so scheppert. Man sieht schon, wir sind gleich zu Hause, aber es ist schon groß geworden jetzt. Es ist schon sehr groß geworden, muss man schon sagen. Hier müssen wir rein, oder? Ist voll. Haben wir Holz auch? Nee. Aber die Spitzhacke noch reparieren hier. Oh, wie das regnet. Außer 10.000 Spitzhacken. Du bist nass, okay. So, dann gehen wir mal ins Bettchen. Tag 70, da sieht man, wie lange das ich schon dann gespielt habe. Tag 70. Das ist an einem Tag fast. Wahnsinn. Dann die Ding könnten wir auch hier lassen. Braucht man ja nicht. Da haben wir Feuerstein auch 2. Brauchen wir auch keine 2 nicht.
gut. Regnet es noch draus? Immer noch. Meine Güte. Und Zugel. Wo ist denn? Ist wieder aufgebracht, meine Güte. Was hat denn? Aber vor was ist verängstigt? Was bringt es? Wir müssen da zubauen. Müssen wir noch ein bisschen Holz nehmen. Dann bauen wir mal da hinten zu. Top. Hat es das andere schon gegessen alles? Und tu die erste auf. Aber ich glaube, es wird schon ein bisschen. Oh nee, das Wetter. Jetzt ist fröhlich. Dann machen wir hier 3. Jetzt, wo die Sonne kommt. Meine Güte, ich wollte es eigentlich, damit es nicht friert. Damit es nicht friert, wollte ich hier ein Dach drüber bauen. Aber dann. Ruckelt's wieder. Dann Inneneck. So, und hier Inneneck. Wird es schon.
Dann wird es schon. Das ist sau blöd jetzt. Genau da habe ich ihn hinbauen. Den Schrott. So. So. Tildi, dann machen wir die Tür vielleicht rein. So, dann so eine flache Tür wäre nicht schlecht. Okay, hat genauso gereicht, gell? Müssen wir hier noch ein bisschen ist wieder verschreckt oder wie? Ist es wieder verschreckt. Eins. So. Und die Fresserei immer. Keine Beeren haben wir auch nicht mehr. Wo haben wir die ganzen Beeren hinbekommen? Ah.
Ich sag bloß, hab die Birnen aus Versehen alle reingeschmissen jetzt. Und die hat die alle gefressen. Top. 12, gell? Nee, das sind ja Pilze. Gut. Wir kommen hier nicht drüber. Und hier. Top. Hier haben wir noch eine Beere. Hier haben wir doch noch Pilze, ja, die gelben. Mal die dabei nehmen. Ein Holz haben wir noch, das könnten wir eigentlich schnell da reinwerfen. Ist egal. Haben wir hier noch irgendetwas Brauchbares? Ah, der braucht wieder die Kohle. Material. Lülü. 13. Dann. Ah, okay, die haben mich so extra reingemacht. Okay. Ich dachte schon, warum stehen die hier? So. Dann hätten wir es wieder für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Juhu! Oder schade, dass schon wieder vorbei ist. Je nachdem. Ihr müsst ja wieder länger warten auf die nächste Folge. Ich kann ja noch weiterspielen und aufnehmen. Also, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und Glocke betätigen. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.